Hallo zusammen, wir gucken uns noch gemeinsam ein Beispiel zu den drei bekannten Ableitungsregeln an. Und zwar habe ich hier schon eins aufgeschrieben. Die Funktion lautet f von x ist gleich 2x hoch 3 plus 1 halb x Quadrat minus dritte Wurzel x Quadrat minus 1 durch x hoch 3. Also man sieht schon, man braucht auf jeden Fall, um die Funktion f abzuleiten, alle drei Ableitungsregeln. Starten wir mal hier. Wir schreiben nicht direkt die Ableitung f' auf, sondern wir formen erst noch die Funktion f um. Wir lassen erstmal 2x hoch 3 stehen plus 1 halb x Quadrat, aber die Wurzel formen wir nach den Potenzgesetzen um. Und zwar kann ich das schreiben als minus x hoch 2 Drittel. Auch den Bruch hinten forme ich um nach den Potenzgesetzen. Ich schreibe das um zu x hoch minus 3. Die Hochzahl wird also negativ. Und jetzt kann ich die Funktion ableiten. Also ich bilde f' von x und leite 2x hoch 3 nach der Potenz und der Faktorregel ab. Die 2 lasse ich einfach stehen. Und aus x hoch 3 wird nach der Potenzregel 3 mal hoch 2. Summenregel sagt, ich leite die einzelnen Summanden unabhängig voneinander ab. Also jetzt kommt 1 halb x Quadrat, das muss ich ableiten. 1 halb lasse ich stehen, x hoch 2 abgeleitet wird zu 2 mal x hoch 1, das 1 kann ich weglassen. Minus, jetzt kommt die vorherige Wurzel, 2 Drittel, die Hochzahl kommt nach vorne. Und jetzt muss ich von 2 Drittel 1 abziehen, sprich 2 Drittel minus 1 ergibt minus 1 Drittel. Und minus x hoch minus 3 abgeleitet, bedeutet die minus 3 kommt nach vorne, die vorherige Hochzahl, mal x hoch, und die neue Hochzahl wird 1 kleiner, also minus 4. Jetzt sieht das Ganze nicht so schön aus, ich kann es noch zusammenfassen. 2 mal 3 x hoch 2 ergibt 6x hoch 2 plus 1 halb mal 2 ist 1, bleibt also x stehen, minus 2 Drittel, machen das mal in mehreren Schritten, 1 durch x hoch 1 Drittel Potenzgesetz und minus mal minus gibt dann natürlich plus 3 mal 1 durch x hoch 4. Letzter Schritt, 6x² lassen wir stehen, plus x minus 2 geteilt durch 3 mal dritte plus 3 geteilt durch x hoch 4. Und damit haben wir auch unsere Ableitung f' gebildet.